Also nochmal herzlich willkommen. Freut mich wirklich, dass es dieses Jahr endlich geklappt hat, dass wir uns wiedersehen. Nun ja, was soll ich sagen? Ich wollte dich schon länger mal wiedersehen, Peter. Das freut mich natürlich zu hören. Ja, also ich bin nicht froh, hier zu sein. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier verloren habe. Ich weiß, Bernhard. Wir zwei hatten nicht immer das beste Verhältnis. Aber da können wir ja jetzt dran arbeiten. Ja, ja. Den HSV im Nordderby vermöbeln. Das ist auch das einzig Gute am Abstieg. Also mit vermöbeln wird da mal gar nichts, Bernhard. Ja, du wirst dich noch wundern. Die zweite Bundesliga, das ist ein ganz, ganz harter Brocken. Ach, Peter. Nur weil deine Hamburger den Aufstieg Jahr für Jahr verkacken. Das wird meinen Schalkern nicht passieren. Ach so? Da träumst du aber auch von warmen Eislutschern. Jürgen, deine Schalke haben so viel Schulden, so viel Chaos. Ich an deiner Stelle wäre froh, wenn die mal in der zweiten Liga oben mitspielen würden. Schalke 04, meine Freunde, wir gehören in die erste Liga. Wir sind einer der traditionsreichsten Vereine der Liga und einer der größten Vereine der Welt. Und Bremen und der HSV sind keine Traditionsclubs, oder was? Ja, klar, schon. Aber eben nicht so wichtig wie der FC Schalke 04. Da überschätzt du deine Blauen aber gewaltig, Jürgen. Ich wollte es gerade sagen, Schalke steht ja synonym für das blanke Chaos. Und das sag ich als HSV-Fan. Wir erholen uns vom Abstieg, da habe ich keine Angst. Nächstes Jahr spielen wir Bundesliga und in 2 Jahren dann wieder Champions League. Sag mal, denkst du das wirklich? Nein, ich habe ehrlich gesagt höllische Angst, dass wir noch weiter abstürzen. Naja, vielleicht hat der Abstieg ja auch etwas Gutes. Was soll das bitte Gutes haben? Ja, also bei meinem HSV hatte es was Gutes. Nach 3 Jahren ohne Aufstieg ärgere ich mich gar nicht mehr über Niederlagen. Ich weiß ja sowieso, am Ende verkacken wir es doch eh wieder. Ah, du meinst so wie meine Schalker, immer wenn es um die Meisterschaft ging? Genau so, Jürgen. Genau so. Naja, immerhin ist Kofeld endlich weg und Selke mussten wir auch nicht kaufen. Also Bernhard, lass dir eins gesagt sein. Wenn ich als Schalke-Fan eines gelernt habe, dann, dass häufige Trainerwechsel nicht die Lösung aller Probleme sind. Oh Jürgen, du sprichst mir aus der Seele. Aber das mit dem Selke nicht kaufen müssen, ja, das ist wirklich glücklich. Ja, das schon. Wann ist das bei uns eigentlich alles den Bach runtergegangen? Boah, keine Ahnung, Mann. Ich weiß auch nicht, aber es tut so weh. Ja, kein Schwein braucht Leipzig oder Hoffenheim in der Bundesliga. Naja, immerhin können wir uns jetzt die Zweitligakonferenz gemeinsam angucken. Und Montagsspiele habt ihr jetzt auch. Wie? Ich dachte, die wurden abgeschafft. Ja, aber nur für die Bundesliga. Nein, nein, das wurde jetzt auch für die zweite Liga abgeschafft. Ach, echt? Ja, als guter Fan habe ich mich da natürlich informiert. Ach, Bernhard. Ah, das wird wieder eine Scheißsaison. Gar kein Bock. Wenigstens dürfen wir wieder ins Stadion. Ohne Spaß, das einzig Gute, was die neue Saison bringt. Fast. Das Bier ist in der zweiten Liga nämlich auch billiger. Klasse, das werde ich brauchen, um mir die Spiele meiner Schalker schön zu saufen. Fühl ich, Jürgen. Fühl ich. Na, was tippst du für die zweite Bundesliga? Schafft der HSV endlich den Aufstieg? Oder geht Werder direkt wieder hoch? Spaß beiseite. Wir wissen natürlich, der FC Schalke wird Zweitligameister.